Weil ich habe das auf der PS4 schon gespielt und auch der Boss kommt nicht hoch. Der Boss ist nämlich da hinten irgendwo hier. Okay. Dein erfahrener Spieler hier an meiner Seite. Autsch. Siehst du? Hm? Da ist der Boss, wie gesagt. Ja. Ah, da brauchen wir noch einen Schuss. So, Revolver, komm her. Der Revolver macht so fett Schaden. Wenn ich treffen würde. Kriegen wir jetzt wieder ganz gut hin hier, würde ich sagen. Ja, jetzt läuft's wieder. Ah, der ist direkt unter mir, ich komme nicht ran. Vorsicht, der Boss kann so kleine Mini-MGs aufstellen. So, einer kommt jetzt hoch. Nee, kommt er doch nicht mehr. Siehst du, die kommen nicht hoch, wie gesagt. Deswegen, genau. Der hat sich doch dann für die Hölle entschieden. Das Mini-MG ist voll nervig. Ja, merkst du. Boom. So, weißt du was? Ich gehe runter und mache einen Lochvogel. Möchtest du das machen für mich? Ja. Yep. Nur noch der Boss ist da, oder? Nein. Aber ich bin auf gefährlicher Mission unterwegs. So, Granate. Wir haben immer noch. Ah, jetzt kriegen wir ihn gleich. So, jetzt kriegt er noch eine Granate. So. Oh, verdammt. Ja, war ich wohl schneller, ja. Oh, schöne Items. Grün. Grün. Du weißt, in welchen Farbstufen sich die Items unterscheiden? Grau, grün, blau, lila. Irgendwie so. Und dann gelb. 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 Gelb ist das Beste. Also quasi orange, legendary. Ah. Warte mal, ich hab schon wieder coole Sachen bekommen. Aber ja, wir haben ja gesagt, nach der Mission, ne? Nach der Mission oder offscreen. Okay, nach der Mission oder offscreen. Ich weiß den Code natürlich. Agent, falls Sie den Kran steuern können, setzen Sie den Tank an einem sicheren Ort ab. Was für deinen Kranführerschein? Selbstverständlich. Halt, ich muss nochmal runter. Ich habe eine Telefonaufzeichnung entdeckt. Irgendwo. Alles mitnehmen? Ich würde sagen, die ist auf der anderen Seite. Sounds. Also des kompletten Sounds. Ja. Könnte sein. Da geht's nicht weiter. Ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Ja, Stacheldraht, da geht halt nicht. Ist okay, ich hab's geschnallt. Also ich würde drüber gehen, wenn es von meinem Leben abhängen würde. Ja, es wäre auch eigentlich easy rüberjumpen und abrollen auf der anderen Seite. Natürlich. So, jetzt wo ist die Telefonaufzeichnung? Haben wir hier drin noch? Hier abseilen. Nee, zur Kransteuerung gelang. Genau. Ach ja, oh ja, oh ja, das wird geil. Schau dem Kran zu. Schnell, komm mit. Ja, warte, ich komm. Sehr schnell. Schau hin, schau hin. Schnell. Ja, ich seh's. Da unten sind ja Gegner oder sowas. Nee. Keine Ahnung, irgendeine watschelt da unten rum. Die Explosion war zwar ein bisschen hässlich, aber... Ja, ist trotzdem schnieke. Jo. Ah, ich habe eine umgebaute SMG-9 bekommen. Aber was das jetzt gebracht hat, frage ich mich wirklich noch. Oder ist das irgendwie, dass die Abfälle dort verbrannt werden müssen? Da hat sie ganz viele Müllsäcke. Ich glaube, da ist Napalm oder sowas. Ja. Du bist jetzt Level 7, ne? Ja. Du bist? 8. Ich bleib dir mal ein Level voraus. Ja, dann spiele ich beim Offscreen. 3 Level oder so.
Oh. Konkurrenz habe ich gehört. Was? Konkurrenz habe ich gehört. Nein. Wählen wir am Ende alles nur noch offscreen durch, weil jeder der anderen überholen will. So, Telefonaufzeichnung endlich. Und diese Zwangsumsiedlungen, diese Dark Zone, was steckt dahinter? Zu dem Thema gab es bereits eine Pressekonferenz. Die Informationen liegen vor. Alles andere ist streng geheim und ich kann nicht. Sie bleiben also dabei, dass es sich um eine Art Entseuchung... Hey, die Vergleichsdaten, die Sie vom Bahngelände haben, von den Flüchtlingen meine ich, bereiten uns einiges Kopfzerbrechen. Ich habe einen Bericht für Sie in die Datenbank hochgeladen. War dir fertig? Moment. Ja, ist fertig, aber ich hab, ganz kurz. Das anlegen. Ich tu schnell ein bisschen was machen. Ganz wenig. Tust ein bisschen was anlegen? Ja, aber nicht viel, nur ein paar Sachen. Könnt ihr auch mal kurz gucken. Geht da zwar noch nicht so richtig durch. Also auf was sollte man gehen? Auf Rüstung, oder? Hatte ich mal gehört gehabt. Ja. Ach so. Bei diesen ganzen Schutzkleidungen. Ja, früher oder später, Rüstung wird halt höher, umso bessere Gegenstände du kriegst. Ganz klar. Umso höher der Level vom Gegenstand, umso mehr Rüstung hat er. Aber, ja, genau. Jedes Kleidungsstück hat Attribute. Sind diese drei Zeichen neben Rüstung. Diese Munition, dann dieses Kreuz und dann die Batterie. Das steht für SPS, Lebenspunkte und Fertigkeitenstärke. Und je nachdem, willst du viel Leben haben, willst du viel Schaden machen oder sollen deine Fertigkeiten, wie zum Beispiel, keine Ahnung, deine komischen Geschütze oder irgendwas wie Schaden machen, ist so Fertigkeitenstärke. Ja. Alter, wenn es dir hier... Ist das schön. Übel gerade hier mit diesem... Wie die Sonne durch... Wirbel. Komm mal her. Genau. Die Sonne ja, durch den... Ich. Übel. Geil. Da haben die mitgedacht, wirklich. Ja. Und selbst wenn downgegradet, schaut das immer noch geiler aus als Watch Dogs. Ja, vor allem auch die Echtzeitschatten oder Spiegelung im Boden. Ja, alles Echtzeit. Und der Nebel soll ich hab die Reflexion ja jetzt ein bisschen nicht so hoch. Der Nebel ist geil. Du kannst den Nebel... Der Nebel soll auch Schatten werfen, ne? Also, echt? Also wenn es durchscheint, dann scheint diese auf dem Boden ach so, ja. Die Beleuchtung nicht ganz so stark durch. Wie die einmal, Nebel gehen auch... die Schatten von dem Ventilator zum Beispiel gehen in den Nebel rein. Also irgendwie, weiß nicht. Dafür ist einfach übelst geil. Ja. Möchtest du eine neue Mission aussuchen? Möchte ich das? Weiß ich nicht. Gern. Ich müsste mal... Wollen wir mal das Safe House? Das hier neben dran ist, weil das habe ich noch nicht freigeschaltet. Ich habe auch noch kein Safe House. Okay, dann... Lass das machen. Weil sonst spawnen wir immer da hinten. Oder in der Hauptbasis. Das ist doof. Ja, das ist halt zum Porten, nehme ich an, ne? Diese Safehäuser. Genau. Ich müsste, glaube ich, zur Operationsbasis, oder? Musst du? Wir müssen, glaube ich, alle mal. Nee, komm, kein Bock. Jetzt nicht. Jetzt machen wir noch das Safehaus. Eben. Ich liebe Gelb. Ich liebe Gelb. Hier, Emergency Window. Smash Glass. Wo bist du wieder? Ha? Machst du den Schulbus kaputt? Nein, er hat zuerst angefangen. So. So, da runter. Uber. Genau, wie gesagt, es gibt ja noch DLCs, die kommen. Season Pass und sowas. Und eine handelt davon von U-Bahn-Schächten und sowas. Also richtig extrem viel Tunnel. Und dunkel und so. Und voll cool. So postapokalyptisch halt. So. Den Markierungen folgen. Kann das sein, dass du gerade bei mir ein bisschen leiser geworden bist? Nein. Nicht? Eigentlich nicht, nein. Nee, jetzt bist du wieder normal. Ja, es ist je nachdem, wie ich rede halt. Wenn ich keinen Bock habe, weißt du, dann bin ich ja ein bisschen leiser und so. Ist okay. Oder bin ich dir wohl zu leise? Nee, jetzt nicht. Oh, jetzt chillen's fremde Leute. Safe House. Alles klar. Alles klar. Und hier geht eine Tür auf, das ist der Hinterausgang quasi. So, jetzt einmal mit dem Typen quatschen. Mit? Schön, Sie kennenzulernen. Sie freuen sich garantiert ebenso. Sie haben mich sicher schon im Fernsehen gesehen, in meiner legendären Rolle als Special Agent, in einem allseits beliebten täglichen Seriendrama. Nein. Ich kann also bestens verstehen, was Sie gerade durchmachen. Ich werde Sie in Kürze mit neuen Infos versorgen.
Alles klar. Dann einmal hier das Ding hier lesen. Ah. Ja. So, noch was müssen wir hier machen, oder? Ja, du kannst deine Munition auffüllen. Und dann kannst du theoretisch beim Waffenhändler... Alter, ich komme da nicht durch. Halt Waffen kaufen oder verkaufen. Genau. Du kannst nämlich dein Inventar, die Sachen, die du nicht brauchst, als Schrott markieren. Ja, genau, das kenne ich schon, das kenne ich schon. Okay. Haben wir hier eine Küche? Nicht. Aber hier hinten? Hier waren wir, ne? Ja. Bitte? Nee, ich bin noch ein bisschen hier am gucken. Achso. Hier geht's raus, Exit. Kleinen Moment, ich bin gleich soweit. Ich will nur den Mist hier mal machen und dann das Zeug verkaufen. Weil das Auseinandernehmen, das rentiert sich noch nicht. Also die Gegenstände quasi zerlegen. Wenn du weißt, was ich meine. Weil du kannst nämlich auch craften. Ja, das... Achso, gesamten Schrott verkaufen. Wie geht das? X. Jawohl. Das kann ich auch verkaufen. Holovisier, Reflexvisier. Weg damit. Kommen Sie wieder, wenn Sie sich noch. Und der Waffenhändler, ich guck mal, was der hat. Okay, cool. SKH, Scharfschützengewehr. Okay. Ja, hier ist ja die SKH. Ist hier ein Präzisionsgewehr, was mich ein bisschen verwundert hat. Weil. Es ist ja. Also es gibt ein Präzisionsgewehr, aber das heißt nicht SKH, sondern irgendwie SKSV oder so. Wenn mich alles. Ich weiß es nicht, vielleicht hat uns Battlefield einfach was Falsches gelehrt oder so. Na, es gibt zwei, ja, kann auch sein. Es gibt SKL, das ist das LMG. Das weiß ich. Mhm. Dann gibt es noch SKH, das ist eigentlich das Sturmgewehr, und dann gibt es, glaube ich, noch eine Variante. Wir wurden falsch aufgeklärt. Wurde uns das mit Bienchen und Blümchen nicht richtig erklärt? Auch sein. Wäre blöd. So, nächste Mission. Wollen wir eine Nebenmission mal machen, oder? Komm, wir können eine Nebenmission machen, weil wir sind quasi auf dem Weg. Du musst mir nur sagen, wo hier rausrennen. Rechts, links. Meinem Hintern hinterher. Lieber nicht. Wieso? So schlimm riecht's auch nicht. Ja. Also gut. Das fasse ich jetzt als Beleidigung auf. Alter, meine Jacke ist halt schon dreckig, ne? Mal durch die Autowaschanlage. Ja, mein Hintern ist halt dreckig. Oh, jetzt hast... Bitte? Hast du den armen Zivilisten verscheucht, dem wollte ich gerade helfen. Echt? Ja, jetzt ist er abgehauen. Oh, es tut mir leid. Musst du ihm sagen. Ja. Hier im Haus drin, ne? Oder kann man da nicht rein? Stoff entdeckt. Warte mal, ich bin gerade irritiert. Seite. Einmal rundum. Ja, außenrum wahrscheinlich. Yep. Stoff entdeckt. Ach, du hebst automatisch für mich mit auf, das ist gut. Das heißt ja, dann hebst du für mich auch auf, ne? Na, die Dinger nicht, nur diese Kisten, wo Stoff und ja, sowas. Genau. Oder? Ja, hast du auch bekommen, ne? Ja. Aber jetzt sind hier noch andere. Ist das eine Etage höher, oder? Ist höher. Das finde ich auch cool, mit den, dass man in Häuser rein kann und sowas. Das ist für mich einfach nur geil, weil dass die auch so, an sowas gedacht haben. Ja. Oder komm her. Du kannst zum Beispiel auch hier... Einfach mal fremde Apartments öffnen. Guten Tag. Und dann... Das raus? Eine Steppjacke. Das erinnert mich zum Beispiel wieder an ein bisschen The Last of Us. Oh, das hatte ich geschaut gehabt, weil ich leider keine PlayStation habe. Ach so. Aber es war ein übelst geiler Titel, oder? Also... Ich fand ihn, ja, postapokalyptisch gesehen.